Das ist der Javier, 41, pädagogischer Mitarbeiter von einem Hort für beeinträchtigte Jugendliche und seit 2 Jahren selber Papi. Seit ich da einen Bub habe, der hat mich auf der Rad. Und wie man sieht, habe ich keine Zeit mehr, um mich schick zu machen. Darum habe ich gefunden, komm, gehen wir uns mal auf das Abenteuer ein. Angemeldet hat ihn seine Freundin Elena. Sie findet nämlich, dass der Javier seit der Geburt des gemeinsamen Sohns immer die gleichen Kleider trägt. Davor sei er aber sehr modebewusst gewesen. Zu ganz lang an möchte ich mich schon nicht, amix, aber ich achte mich jetzt schon nicht ganz so, was ich anhabe oder was ich anlege. Mit einem kleinen Zuhause hat er keine Zeit, am Morgen eitel zu sein. Darum freut er sich erst recht auf heute. Vom heutigen Tag hoffe ich mich einfach Fun. Ich habe eine solche rötliche Haut. Das macht mir schon mein Leben lang zu arbeiten. Vielleicht kann mir dort Glanz einen guten Tipp geben. Das können Sie sicher. Und auch unsere restlichen Experten sind ready für ihn. Das sind die Haarprofis von Space, die Beauty-Expertinnen von Clarins und die Modestylistin Luisa Rossi. Als erstes kümmert sich das Space Hair Studio im Niederdorf um seine Mähne. Hi, Javier, schön, dass du da. Er hat lange Haare. Ein bisschen Sturm auf dem Kopf. Jetzt nicht negativ gemeint. Ich finde, es passt auch zu ihm. Es ist so ein bisschen wild, so ein bisschen der Surfer-Style. Und irgendwie möchte ich ihm gar nicht so wilde Haare abschneiden. Ich würde die Haare lang lassen, mit dem Messer die Haare schneiden, dass es so ein bisschen fransig aussieht und nicht so, dass man nicht jeden Schnitt sieht. Ja, und auch der Bart ist mit der Zeit, das ist jetzt schon ein bisschen lang geworden. Den würde ich dann gerne ein bisschen aufräumen. Ich möchte ihm gerne wieder so ein bisschen Kontur geben und ein bisschen kürzen dann. Die Lippen so ein bisschen freischneiden, einfach, dass es wieder sauber aussieht. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht voll wegmachen, weil ich finde, der Bart steht ihm auch gut. Wenn man so rauf schaut und dann geht sich da oben am Adamsäpfel in den Falt reinlangt und wieder runter schaut, kann man gerade die Linie nehmen, um das nachher verbinden miteinander. Das ist auch wichtig, weil wenn man es zu lang lässt, dann sieht es aus, wie man ein Doppelkinn hat und das will man nicht. Und um den Surfer-Look dann abrunden, möchte ich ihm noch ein paar Strähnchen machen. Das mache ich mit einer Kamm-Strähnen-Technik. Da tut man die Farbe gerade auf den Kamm auftragen, durchstrählen und dann gibt es so ganz einen natürlichen Touch von Sonne. Die Mähne ist bändigt und der Javier ready, um sich bei der Clarins Boutique und Skinspa beim Löwenplatz seiner rötlichen Haut zu stellen. Heute vertritt David unsere Ladies. Hoi Javier, geht's gut? Heute habe ich die große Freude, Javier im Spa zu begrüßen. Wir haben die Bedürfnisse seiner Haut besprochen und haben uns dann dafür entschieden, die Power- und Energiebehandlung zu machen. Gestartet habe ich für eine Routine, die seiner Mischhaut angepasst ist, mit einem Reinigungsschaum, der die Haut super von allem befreit, was Umweltbelastungen oder schädliche Auswirkungen auf die Haut haben kann. Damit Javiers Augenpartie richtig frisch aussieht, ging es dann weiter mit einem kühlen Augengel und der dazu passenden Augenmassage. Die Augenpflege hat gleichzeitig so physisch kühlende Röllchen, die unterstützen, dass die Augenpartie gerade von der Lymphe und von Schwellungen und von Schatten befreit wird. Wenn ihr euch eine Augenpflege oder ein Augengel aufträgt, bitte nehmt eure beiden Finger zur Seite oder beiden Hände aufs Mal und dann geht ihr von innen nach außen, weil eben die Lymphe läuft hier an der Seite entlang. Und wenn ihr das andersrum macht, dann kann es sein, dass ihr nicht die Jugendlichkeit unterstützt, sondern eher noch mehr Schwellungen und Augenringe euch fabriziert. Als nächsten Schritt der Power- und Energiebehandlung darf das Serum nicht fehlen, das die Haut komplett vitalisiert und belebt. Damit sieht die Haut gleich frischer und strahlender aus und bis in die Tiefe hat er das Beste von den Inhaltsstoffen. Wow, Elena, du kannst dich auf deinen frisch gestylten Javier freuen. Mal schauen, was Luisa noch für ihn anzaubern wird. Weiter geht's beim PKZ an der Bahnhofstrasse. Ciao! Hey, ciao, Luisa. Du, alles ist noch da. Bart, Haar. Yeah! Einfach ein bisschen gut in Form gesetzt. Gell? Von mir wirst du auch noch ein bisschen in Form gesetzt. Aber du bist so ein cooler Typ. Hast du gerne ein bisschen Muster? Hast du gerne ein bisschen unbedingt? Ja, unbedingt? Also ja. Gut, mit dir mache ich alles. Also, let's go. Ich zeig das. Und ja. Eigentlich kann man den Javier Fashionista nennen, weil ich finde, er hat einen mega guten Geschmack und er liebt Mode. Aber das, was ich für ihn ausgesucht habe, das hat er sicher nicht in seinem Kleiderschrank. Der erste Look behalte ich relativ ein bisschen dezent, ein bisschen so Understatement, aber doch ganz gute Basic. Und ich starte wie immer bei einem coolen Sweatshirt. Ich bin Fan von lässigen Sweatshirts und der ist von Boss. So einen schönen beige Stylefarbe, der sich wahnsinnig gut anpassen mit dem Trenchcoat. Der ist von Boss und sage und schreibe, die matchen extrem die Farbe.
Der Trenchcoat ist sowieso für mich ein Basic, den jeder Mann eigentlich im Kleiderschrank hat. Hat nicht jeder, verstehe ich nicht. Weil es ist wirklich ein Klassiker, den du mit vielem kombinieren kannst. Passend zum Trenchcoat und zum Sweatshirt habe ich eine Jeans ausgesucht vom neuen Brand Haikure von Japan. Das ist ein ganz neuer Brand, den PKZ hat. Und was macht der japanische Brand oder die japanische Jeans jetzt so speziell? Es ist zum einen der Schnitt. Wir wissen, die Japaner haben es einfach im Griff, wenn es Mode heisst und vor allem Liebe zum Detail. Und auch die Beschichtung der Jeans ist so speziell. Sie ist eigentlich fein und trotz allem ist sie da. Man sieht sie, den leichten Glanz, und man spürt ihn, wenn man drüber fährt. Und ich finde, sie sieht fantastisch aus. Sie passt ihm irrsinnig. Ruhig bin ich aber geblieben beim Turnschuh, auch in diesen Steinfarben von Pol. Im Moment sehr, sehr aktuell. Käppli gehört einfach dazu, vor allem wenn es ein bisschen auch classy ist. Es gibt einfach den frechen Touch. Ich liebe selber immer Caps zu tragen. Beim zweiten Look habe ich mich inspirieren lassen von meinem eigenen Print, den ich trage. Urban, Tropical Urban ist im Moment sehr, sehr aktuell. Nicht nur bei den Ladies, sondern auch bei den Herren. Man muss einfach den Typ haben, der dazu Mut hat, das zu tragen. Und das ist der Javier. Deshalb, Drycon ist genau der richtige Label für ihn. Und die Bluse finde ich, oder das Hemd, sagt man bei den Herren, nicht die Bluse, kombiniert mit dem schönen, es ist kein Blazer, es ist eigentlich ein Strickblazer. Weil einfach da ein normaler Blazer passt, hinten und vorne nicht. Und der Strickblazer, der fällt auch schön, hat ein bisschen Struktur drin und gibt dem Ganzen so die Leichtigkeit. Und ein bisschen klassischer bin ich geblieben bei den Hosen. Die ist auch von Drycon, aber cool. Es ist eine Chino-Hose, aber eine lässige, die kannst du ein bisschen rumkrempeln. Und natürlich passend dazu braucht es einfach einen Birkenstock. Da kommt er nicht drum herum. Mit diesen modischen Teilen kann der Javier auch in kürzester Zeit ein stylisches Outfit zaubern. Vom Papi-Stress und der Müdigkeit ist nichts mehr zu sehen. Es war ein mega toller, spassiger Tag mit netten Leuten. Super Team, das Lifestyle-Team. Und ja, es hat sich angefühlt wie Ferien, wie ein Ferientag. Also macht mit, es macht mega Spass. Tschüss zusammen!